Gehörbildung. Was versteht man darunter und warum ist es wichtig, um gut singen zu können? Hallo und herzlich willkommen bei Singen lernen klassisch. Ich bin Tanja Westphal und sicherlich ist dir schon mal das Phänomen begegnet, dass ein Sänger mit einer wirklich ganz wunderbaren, ganz anrührenden Stimme plötzlich all seine Sympathien verspielt, weil er einfach nicht vernünftig die Töne trifft, ja, weil er einfach, wie der Volksmund so schön sagt, schief singt, ja, oder tatsächlich einfach zu tief ansetzt oder auch zu hoch oder die Abstände zwischen den Tönen nicht ganz genau taxieren kann, ja. Der Sänger selber merkt das leider häufig gar nicht, der Zuhörer aber meistens sehr wohl, ja. Was fehlt diesem Sänger also, wenn er eigentlich eine wunderbare, warme, weiche und schön klingende Gesangsstimme hat? Ihm fehlt die Tonvorstellung, ja. Sein Gehör ist nicht ausreichend ausgebildet und musikalisch durchgebildet. In dem Sinne, das Wort Gehörbildung meint eigentlich die musikalische Ausbildung des Gehörs, ja. Dass du eine Klangvorstellung hast, vor allen Dingen präzise Tonhöhenvorstellung. Ein Ton, den du dir nicht vorstellen kannst oder der Abstand zwischen zwei Tönen, also ein sogenanntes Intervall, welches du dir nicht vorstellen kannst, oder auch eine Melodie, die du zwar nachempfinden kannst, aber die du dir nicht ganz konkret im Innenohr vorstellen kannst, die läuft Gefahr, dass du sie wirklich nicht gut singen kannst. Ja? Insofern macht es für jeden Sänger in jedem Fall auch Sinn, das Gehör mitzuschulen. Ja? Was den musikalisch-theoretischen Bereich angeht, kann man sich sicherlich beim Singen, gerade beim freizeitmäßigen Singen, darüber streiten, ob man wirklich Musiktheorie und Notenkenntnisse haben muss. Ich bin immer der Meinung, je mehr Wissen du über eine Sache hast, umso sicherer wird auch dein Zugriff und eine gut ausgebildete Gesangsstimme. Wir gehen jetzt, reden jetzt mal gar nicht von Profis, die Gesang auch studiert haben, sondern auch bei einem guten Laiensänger hat natürlich auch das musikalische Grundstudium, sag ich mal, gewisse Vorteile. Ja? Du lernst Melodien viel leichter, viel schneller, du intonierst viel sicherer, ja? Also deine Tonhöhenvorstellung profitiert auch hier davon, dass du dir einfach auch vorstellen kannst, wie Töne sich zueinander verhalten, also welche Funktion auch innerhalb einer Harmonie die Töne zueinander haben und so weiter und so fort. Also auf das Thema Musiktheorie werde ich nochmal in einem anderen Video eingehen, aber ob das nun unbedingt notwendig ist, um singen zu lernen oder, sag ich mal, auch gut zu singen, wenn du zum Beispiel einfach nur in einem Freizeitchor singst oder wenn du vielleicht mal bei einem Kirchenkonzert solo singen möchtest, da würde ich im Zweifelsfall bei meinen Schülern mit mir reden lassen und sagen, okay, du musst nicht zwangsläufig Noten lesen können, um gut singen zu können, ja? Auch wenn ich finde, dass es Sinn macht, aber Gehörbildung gehört so zwangsläufig zu einer guten Gesangsausbildung dazu, dass ich einfach der Meinung bin, hier sollte man nicht diskutieren. Ja, dass ein ausgebildetes Gehör ist die Grundvoraussetzung für reine Intonation. Das ist das eine. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, ja, dass man wirklich diese Klangvorstellung beherrscht. Und zweitens, es schult auch ungeheuer die Musikalität. Ja, und auch Musikalität ist ja nicht nur, sich, sag ich mal, Melodien vorstellen und merken zu können, sondern Musikalität beinhaltet ja das Komplettpaket. Die Beherrschung der Stimme als Instrument ist die eine Seite, ja, aber die Interpretation eines Stückes mit, sag ich mal, Dynamikangaben, also laut, leise, mit vernünftigen Tempo, rhythmischen Vorstellungen, mit auch Freiräumen in rhythmischer Gestaltung, ja, all diese Dinge erfordern einfach Phrasierung, ganz wichtig, habe ich vergessen, ja, also wie du eine musikalische Einheit aufbaust, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. All diese Vorstellungen müssen natürlich zunächst mal in dir angelegt sein, das heißt, du musst zunächst mal, ja, wie heißt es doch so schön, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Ja, also das heißt, um gestalten zu können, brauchst du natürlich ein gewisses Know-how, ein gewisses Verständnis. In diesem Fall
oder aus diesem Grund würde ich dir Gehörbildung immer auch sehr ans Herz legen. Was bedeutet jetzt Gehörbildung? Es umfasst natürlich mehrere Bereiche, aber ich sage mal, ganz wichtig für den sängerischen Bereich und eben auch als Grundvoraussetzung für die reine Intonation ist schon mal das Intervalle hören. Ja? Was ist ein Intervall? Als Intervall bezeichnet man den Abstand zwischen zwei Tönen. Ja? Diese Intervalle werden auch noch einzeln bezeichnet. Ich gebe dir einfach einmal ein Beispiel. Wenn du von zum Beispiel, wir sind jetzt hier mal in C-Dur, ja, nimm es einfach mal so hin, auch wenn du es vielleicht im Moment nicht weißt. In C-Dur ist C zum Beispiel der Grundton. Und von diesem Grundton aus können wir immer einen größeren Abstand nach oben gehen. Ja? Also in diesem Fall, sag ich mal, vom C zum D, dieses Intervall nennt man Sekunde. Vom C zum E, dieses Intervall nennt man Terz und so weiter und so fort. Da werden wir auch nochmal im Einzelnen drauf eingehen. Wichtig für dich als Sänger ist, dass du wirklich die exakte Vorstellung hast, wie groß ist dieser Abstand? Ja, nur so kann Intonation natürlich gelingen. Und ich sag mal, bei so profanen Intervallen, wie zum Beispiel wie bei der Quarte, da geht bei den wenigsten was schief. Oder auch bei der Quinte, ne? Na, 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 na. Da geht nicht allzu oft was schief. Aber im kleineren Bereich zum Beispiel, im Sekundenbereich, die gibt es in groß und auch noch in klein. Ja, die kann man auch abwärts singen. Ja, da wird schon eng. Und wenn du jetzt nicht wirklich eine präzise Vorstellung davon hast, wir hier im westlichen musikalischen Raum, sag ich mal, für uns ist ein Halbtonschritt schon die kleinste musikalische Einheit. Ja, im orientalischen Bereich gibt es auch noch Vierteltöne, da wird es noch etwas enger. Da werden die Tonabstände noch etwas enger. Hier ist ein Halbton schon die kleinste musikalische Einheit. Aber die präzise Vorstellung ist schwierig genug. Insofern werde ich demnächst auch Videos darüber machen, wie du dein Gehör ausbilden kannst. Ja, zunächst mal mit Intervallen in der Vorstellung bilden, aber auch Intervalle im Zusammenklang zum Beispiel hören. Ja, welche Intervalle, hier in diesem Fall habe ich eine Terz, eine große Terz bringe ich zum Klingen. Welche Intervalle klingen zusammengespielt gut? Ja, welche klingen eher reibend? Also auch auf Grundlage dieser harmonischen oder eben auch Konsonanten oder dissonanten Intervalle, ja, so nennt man das harmonische oder unharmonische, diese bis in die Zitrone Intervalle, sag ich mal, daraus kann man schon Erkenntnisse ziehen und ein Intervall benennen. Ja, dann kann man auch lernen, Töne, die gemeinsam klingen, auch einzeln zu hören. Ja, nur ein Beispiel. Kannst du hören, aus welchen beiden Tönen dieses Intervall besteht? Wo ist der untere Ton zum Beispiel? No, no, no. Hier ist der untere. Also solche Geschichten, ja, das schult ungeheuer die Tonvorstellung. Oder, dann geht es noch einen Schritt weiter beim harmonischen Hören. Vielleicht hast du schon mal eine Vorstellung davon bekommen, was ist Dur, was ist Moll, was ist der Klangcharakter dieser beiden. Und auch beim Dreiklangshören gibt es noch jede Menge Differenzierung, die man ausarbeiten kann. Das ist interessant. Das macht Spaß, das fördert natürlich deine eigene Intonation und auch ganz wichtig, wenn du ein Duett zum Beispiel singen möchtest oder ein Terzett oder überhaupt auch deine Stimme alleine vertreten musst oder möchtest gegen eine Gruppe, ne, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass das Gehör sich auch emanzipiert sozusagen, dass du wirklich deine Tonlinie oder deine Melodielinie ganz klar verfolgen kannst, egal was links und rechts um dich herum passiert. Ja? Oder auch wenn du mit einem Pianisten zusammenarbeitest, noch erst recht mit einem Orchester, aber gehen wir jetzt auch mal nur von einem Pianisten aus, ja? Der spielt ja nicht immer nur die Töne mit, die du singst, sondern im Gegenteil, ne? Der spielt seine eigene Begleitstimme dazu oder manchmal spielt er auch
völlig ganz andere Melodien, ja, er gibt sozusagen musikalisch seinen Senf dazu, zu dem, was du singst, ja. Also auch dieses musikalische Zusammenspiel macht natürlich einen Riesenspaß, setzt aber voraus, dass du eine ganz klare, kristallklare Klangvorstellung hast. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Lust machen, nicht nur deine Stimme auszubilden, sondern auch dein Gehör. Und wir werden hier auf diesem Kanal auch noch Videos zur Gehörbildung machen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bis dahin, deine Tanja Westphal.